Die Therapie erfolgt mit Anti-VEGF. Das heißt, das sind Medikamente, die dazu führen, dass die Gefäße, die sich gebildet haben, dass sie sich zurückbilden und dass sie dicht werden, damit diese Flüssigkeit nicht mehr heraustritt. Wichtig dabei ist zu wissen, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt. Das heißt, wir müssen die Patienten monatlich diese Spritzen zuführen, die schmerzfrei sind und die lokal durchgeführt werden können. Das geht eigentlich relativ flott und die Patienten gewöhnen sich eigentlich auch relativ schnell daran. Das heißt, es muss monatlich durchgeführt werden und erst wenn die Makula trocken ist, wenn keine Flüssigkeit mehr da ist, dann hört man auf zu spritzen und kontrolliert dann in monatlichen Abständen nach. Was man festgestellt hat in Studien ist, dass eigentlich zu wenig gespritzt wird. Das heißt, der Patient kommt zu selten zum Augenarzt. Es wird zu wenig die Therapie dem Patienten verabreicht, so dass das, was möglich ist an Sehgewinn, dass das nicht richtig ausgeschöpft wird. Und da ist es ganz wichtig, dass man mit dem Patienten zusammenarbeitet, dass die Bindung da ist zwischen Arzt und Patient und das Vertrauen da ist und dass man den Patienten bei dieser chronischen Erkrankung über mehrere Jahre dann mitverfolgt.